Hier sind Daphne und Frau Meier. Heute erzähle ich euch aus meinem Garten ein bisschen was über Obst und Gemüse. Und dann geht's in die Küche und ich koche für euch. Willst du auch zu wedeln? Mir ist auch warm. Na Gott, noch mal. Hallo ihr Lieben aus meinem Garten. Hallo. Heute reden wir über einen Salat, den ich in meiner Kindheit sehr geliebt habe. Okay. Den gab es immer so ein bisschen, ich glaube Ende Sommer, Herbst gab es den, und zwar der Endiviensalat. Oh, den liebe ich auch. Ja, den sieht man heute gar nicht mehr so oft im Supermarkt irgendwie. Auf dem Markt findest du den noch am ehesten, finde ich. Da sind diese großen Köpfe oft so ein bisschen gezackt oder so ein bisschen gewellt. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, bei uns sieht man ihn eigentlich in jedem Supermarkt. Echt? Ja. Na, dann ist vielleicht das Franken, das wesentlich mehr irgendwie integriert hat in die Küche. Doch, und nicht nur in den Nobel-Supermärkten, sondern auch in den Discountern. Ach, guck an. Ja. Finde ich ja klasse. Ja, finde ich auch. Gucken wir mal, werfen wir mal einen Blick drauf. So sieht der aus. Und, und hier waren die Enten schon dran. Hier ist er schon angefressen. Da, wo sie mit dem Köpfchen drankommen, fressen sie ab. Also so der sieht der Peter aus. Und die Silie. Genau, natürlich. Wer sonst? Ich glaube, ich spinne. Ja. Und der, das ist also ein Salat, hat ähnliche Bedürfnisse wie alle anderen Salatpflanzen. Das heißt, ein Boden, der ein bisschen Dünger hat, also ein bisschen Kompost drin, auch regelmäßig gegossen, braucht nicht so viel Wärme, also der kommt auch mit so Spätsommer-Herbst-Situationen gut klar. Der wird dann größer und größer und größer, das heißt also auch immer mit ein bisschen Abstand pflanzen, nicht zu dicht beieinander. Und was wichtig ist, weil der hat ja so diese gewisse Bitterstoffe, diese Bitterkeit hat er ja. Und an einem Tag, wo es am Tag vorher nicht geregnet hat, wo alles trocken ist, wenn er eine gewisse Größe hat, bindet man ihn zusammen mit Schnüren. Dabei, wenn es feucht wäre, wird es innen drin dann gammeln. Also die trockenen Blätter bindet man zusammen und dann bleicht er innen und wird so ein bisschen hell. Ach ja, ich wollte jetzt schon gerade sagen, der sieht bei uns, sieht er wirklich inner, ist er weiß. Genau, und das ist praktisch, das bleicht man dann, weil da kommt dann kein Sonnenlicht mehr in den inneren Bereich der Pflanze. Und dadurch bleicht er so ein bisschen aus und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Bitterstoffe. Wobei ich es ja mag, wenn er so bitter ist. Ja, ich auch. Und ja, also ich habe den als Kind sehr geliebt. Er kam immer so eine Salatsauce, irgendwie so ein Sößchen, ja, war das immer so. Wobei man echt sagen muss, bei uns hat man dann an den Endiviensalat sau viel Zucker hingekommen. Ja, Zucker, Essig und Salz und was also nicht das alles. Also das mache ich persönlich jetzt nicht, aber als Kinder, sonst hätte man als Kinder gar nicht gegessen. Natürlich. Ich glaube, bei uns kam nur so ein bisschen ausgelassener Speck oder so, aber ich das weiß es nicht mehr genau. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das kenne ich jetzt wiederum nicht. Hört sich aber sau interessant an. Ich glaube, das probieren wir. Ja, das probieren wir. Und wie gesagt, unkompliziert, ein bisschen Dünger, regelmäßig gießen und dann, wie gesagt, rechtzeitig, wenn er dann, bevor er zu groß wird, zusammenbinden. Und dann habt ihr einen sehr leckeren Salat für den Herbst. Ich habe den dann im frühen Sommer angesät und rechtzeitig rausgepflanzt, damit man auch für den Herbst noch einen Salat zu ernten hat. Was hast du früher Sommer? Naja, der Sommer, ich würde sagen, Juli. Juli, Mitte Juli spätestens aussehen. Dann habt ihr Ende Juli die kleinen Pflänzchen, dann könnt ihr die raussetzen und dann wächst das noch bis zum Herbst mit einer gewissen Größe. Ja, das stimmt, das ist so ein richtiger Herbstsalat. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, ich bin sehr gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, bis gleich in der Küche. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben aus der Küche. Hallöchen. So, heute bereiten wir Endiviensalat einmal ganz anders zu. Ja, du wirst ihn quasi erhitzen, das ist ja spannend. Ja, und zwar machen wir Päckchen. Keine Bäckchen, sondern Päckchen aus Endiviensalat und Schafsziegenkäse. Du hast die jetzt kurz in heißem Wasser erhitzt. Genau. Und dann quasi abgestreckt. Und jetzt, jetzt legen wir die so lassen, dann legst du sie auf. Genau, okay. Jetzt legen wir die so auf, ne, damit wir die dann schön wickeln können. Das ist ja wieder eine Fleißarbeit. Naja, du sagst ja immer, ich soll mir was Gescheites überlegen und dann mache ich es auch. Ja, natürlich. Na? Und was köchelt dann nebendran? Das ist Milch. Okay. Milch und ein wenig Sahne, weil wir essen die ja nicht blank, sondern auf einem Kartoffelpüree-Bett. Oho. Die feine Dame hat ein Kartoffelpüree-Bett. Ach naja, aber... Das ist Sesam, oder? Ja.
Sesam ist ja auch sehr gesund, hat sehr viel Mineralstoffe. Also wenn er immer wegen irgendwo Nüsse und Zeug drauf machen sollte, nehmt da oft einmal Sesam. Der ist wirklich toll. Ja. Da jetzt tun wir schon mal wegen Olivenöl in die Pfanne. Jetzt wickeln wir unter Bäckchen. Päckchen. Für uns Franken ist das wirklich schwer, das P und das B. Also das sind jetzt Päckchen. Genau. Wenn jetzt jemand sagt, ich mag aber keinen Schafskäse, dann kann er irgendeinen anderen nehmen, oder? Na klar, ihr nehmt den Käse, den ihr wollt. Schaf, ich nehme halt bevorzugt Ziege. Ich liebe Ziege auch sehr. Ja. Also Schaf oder was passt denn da noch? Was soll da wegen schön schmilzt? Da kann man Mozzarella nehmen. Ja, meinetwegen, klar. Na? Und die Leute, die halt jetzt sagen, ich möchte aber nichts Tierisches, die nehmen halt eine pflanzliche Variante. Da gibt es auch was. Gibt es das? Ja, na klar, ja, mittlerweile gibt es Käsevarianten. Vielleicht könnte man sogar einen Tofu einwickeln. Ja, auch das ist denkbar, klar. Na? Genau, jetzt wickeln wir die schön. Und dann brätst du die. Dann braten wir die von zwei Seiten an. Jetzt machen wir noch ein Püree. Wusstest du, dass übrigens früher Salat, nicht nur wie heute quasi als Rohkost, wir essen ihn ja hauptsächlich roh, dass der früher wirklich öfters mal erhitzt wurde und quasi wie ein Gemüse behandelt wurde? Mhm. Weil zum Beispiel, ich habe ein Faible für die viktorianische Zeit, ich lese ja gern so Rezeptbücher von damals oder Gartenbücher aus der viktorianischen Zeit. Und da wird immer wieder berichtet, dass sie Salat, also gerade die etwas härteren Salatsorten, dass sie die gedünstet haben als Gemüse, dass sie natürlich haben die meistens noch ein Rahmsüßchen oder sowas gemacht oder haben die zum Beispiel in der Suppe, machen sie Salat und so weiter. Also die machen schon, die haben den gerne mal erhitzt. Deshalb finde ich das immer spannend, wenn du solche Sachen ausgräbst. Toll. Ja. Das ist die Kartoffelpresse. Ich liebe sie. Ein fränkischer Haushalt ohne Kartoffelpresse geht überhaupt gar nicht. Und das ist wahrscheinlich Muskat, oder? Na klar, freilich. Ich überlege gerade, in Niedersachsen hat man keine Kartoffelpressen. Keine Ahnung, die haben, glaube ich, so einen Stampfer. Aber diese Pressen sehe ich immer nur bei uns in Süddeutschland irgendwie. Naja, weil man das fürs Glöß machen braucht. Ja, ja, klar, logisch. Na, ich finde aber diesen gestampften Stampf, also Kartoffelstampf, ja. Ich mache noch nicht so stückig. Ich mache noch schon eher fein. Fein. Ja. Also essen kann man beides. Ich finde beides ganz okay. Aber ja, eigentlich Püree ist dann so ein bisschen feiner. Jetzt hast du Butter reingemacht? Nee, ne? Doch, ein bisschen Butter. Ein bisschen kommt, schon, ja. Also in der Milch machst du immer ein wenig Butter. Du löst quasi die Butter in der Milch gleich auf. Ah, genau. Okay. No? Und dann ist Salz elementar für das Püree und Muskat. Ja. Genau. Und jetzt hast du den Spiegel und jetzt kommen oben drauf die Päckchen. Genau, die Päckchen haben jetzt natürlich nicht wirklich Gewürz, weil der Käse ist drin ja sehr würzig, da muss man die Blätter jetzt nicht noch einmal extra würzen. Mhm. Und weil der Endiviensalat ja ein bisschen herb ist, ach, ich tue da noch eins drauf, genau. Sicher. Na, schau mal vor, ich bin ja sonst völlig unterzuckert. Das glaubst du aber. Das will keiner. Ah, und jetzt dass du unterzugerst. Bisschen Agave oder was ist das? Ja, das ist noch ein wenig Agavensirup. Dieses Bittere und jetzt das Süße zu dem Käse und dem bitteren Salat schmeckt hervorragend. Jetzt machst du mich aber neugierig. Ja, also los. Meine Lieben. Nein, das hast du bitte schön gemacht, Frau Danke. Meier. Wirklich ein dickes fettes Lob. Und wenn euch das gefällt, was die Frau Meier und ich, was wir so fabrizieren jede Woche, dann könnt ihr uns nächste Woche Sonntag früh wieder einschalten. Da haben wir dann nämlich wieder neue Folge draußen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, unseren YouTube-Kanal und die kleine Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja. Und ich bin noch mal gespannt, vielleicht erzählt ihr uns ja, was ihr so mit Endiviensalat noch alles macht. Ja, da geht doch noch mehr bestimmt. Gell? Auf jeden Fall. Also schreibt uns, wir freuen uns drauf. Ja. Bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund. Und sexy. Tschüss. Tschüss.